Der ehemalige Nazi-Kollaborateur Jakif Pauly ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Ex-Aufseher in einem Zwangsarbeitslager hatte die letzten Monate seines Lebens in einem Pflegeheim im Westen Deutschlands verbracht. Zuvor hatte Pauly in den USA gelebt. Mitte vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung nach 14 Jahren andauernden Bemühungen der US-Regierung dem Wunsch zugestimmt, den ehemaligen SS-Helfer aufzunehmen. Er war laut US-Ermittlern von der SS geschult worden und hatte im NS-Zwangsarbeitslager Travniki gearbeitet. Dass er dort am Mord an Juden beteiligt war, ist nicht erwiesen. Ein Verfahren in Deutschland wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Pauly, geboren in der heutigen Ukraine, hatte jahrelang unbehelligt in New York gewohnt. Zuletzt war er staatenlos, nachdem ihm ein Gericht 2003 die US-Staatsbürgerschaft entzogen hatte.